Ich habe ja dann zuerst, ich habe dann geguckt, dass ich schnell was zum Geld verdienen fand. Ne? Und habe gefunden, eine Klischeeanstalt, also die Klischees für Zeitungen machten, die einen zum Klischee auswaschen brauchten. Ne? Ja, war nicht verkehrt. Ne? Das hatte auch was mit Bildern zu tun, wenn auch nur mit Klischees. Wegnold, die gibt es glaube ich immer noch. Ne? Die hatten ihre Werkstatt so im ersten Stock, in der Seidenstraße zur Hüttenstraße. Ja, die haben mich auch gleich genommen. Und es war ganz nett, war gutes Betriebsklima. Die stellten Klischees zum Zeitungsdruck her. Oder auch für Fachzeitschriften. Ne? Also in der Hauptsache Panzer von Rheinmetall. Richtig schöne, große, bockige Panzer. Ne? Und ich habe immer fleißig Klischees mit Panzern und Kanonen drauf ausgewaschen. Ne? Und aus Hannover habe ich noch mitgebracht einen Stapel Andrucke. Da habe ich bei einer Siebdruckwerkstatt gearbeitet. Die stellten so Aufsteller in Siebdruck oder mit Siebdruck hergestellte Aufsteller für Schaufenster her. Ne? Also so Pappaufsteller, die so häufig ein bisschen geknickt waren, dass sie gut standen, die dann per Siebdruck eben bedruckt waren. Ne? Und die haben unter anderem hergestellt so Drucke, wie sie auch so Elektroumspannkästen zu sehen waren. Also so Blitze, diese zick, zick, zick in Gelb und Orange oder knallig Feuerrot. Ne? Immer nur diesen einen Zacken. Davon hatte ich so ein kleines Stapelchen für mich abgezweigt. Das hat, für die Tito-Firma war das total egal. Ne? Also das, ob da jetzt 20 oder 30 mehr rumlagen, die haben das sehr bedauert, dass ich da aufgehört habe. Ich wollte ja nach Düsseldorf. Und, naja, dann gab es Aufnahmeprüfung für die Kunstakademie. Da musste man erstmal Arbeiten abgeben und in eine mündliche Prüfung gehen. Ne? Und Arbeiten abgeben in einer Mappe, habe ich meine Abdrucke von den Panzern von Rheinmetall abgegeben. Plus in Siebdruck meine gelb-orangen Blitzzacken. Ne? Und sonst nichts. Und dann haben die mich zugelassen zur Prüfung. Ne? Und in der Prüfung gab es zwei Aufgaben. Einmal eine Aufgabe für Farbe, hieß, malen Sie was zum Thema Sofaecke. Und das zweite war, machen Sie was zum Thema Identität. Zu Sofaecke habe ich dann mit Bleistift und Farbbuntstiften ein Sofa so in Umrissen gezeichnet und dann außen, außerhalb des Sofas, noch auf dem Papier, Pfeile gemacht und am stumpfen Ende der Pfeile geschrieben, blau und grün oder rot. Ne? Und es war meine farbige Sofaecke. Ne? Und zum Thema Identität habe ich mir, meine Frau hat ja im Domino gearbeitet. Domino war eine kleine Künstlerkneipe, kann man sagen. Das war am Anfang der Hunsrückenstraße. Am anderen Ende war die Kunsthalle. Ne? Am Anfang war das Domino.
Da verkehrten viele Künstler. War ein kleines Räumchen. Und da arbeitete unter anderem die Karin Polke, die Frau, damalige Frau vom Sigmar Polke, und mein Lörchen. Und da hatte ich dann auch Leute kennengelernt, ne, so, ne. Und unter anderem die Katharina Sieverding. Und dann habe ich mir für die Prüfung von der Katharina eine Polaroid-Kamera geliehen. Und habe dann mit der Polaroid-Kamera meinen Kopf von verschiedenen Seiten aufgenommen und aus schlichtem, einfachem Karton, so grauem Karton, ne, oder einem völlig unbedeutenden, leichten Karton, so einen Würfel hergestellt und dann jeweils auf eine Seite, da, von da, wo das aufgenommen worden war, ne, von vorne, von hinten, weiß gar nicht, ob von hinten auch, das Polaroid-Foto draufgepappt. Ne? Und obendrauf habe ich Redundanz geschrieben. Das war's. Ne? Und nachdem das zu Ende war, kam der Chef von der Künstler, von der Aufnahme, von der für Kunsterzieher zuständigen Abteilung, das war damals Professor Arnscheid, netter, weißhaariger, älterer Herr, auf mich zu, nahm mich beiseite und sagte, Sie sind aufgenommen, gerne, wenn Sie wollen, können Sie gerne gleich in eine richtige Klasse gehen, dann brauchen Sie nicht in die Vorbereitungsklasse, in den O-Bereich gehen. Wir empfehlen Ihnen die Klasse von Professor Roth. Ja, gerne. Dann war ich in der Klasse von Professor Dieter Roth. Und ob ich dann gleich aufgehört habe mit Klischee auswaschen, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, zwischendurch habe ich mal dem Pine geholfen, sein neues Atelier in der Hüttenstraße. In der Hüttenstraße mit auspinseln, ne, mit weißem Roller, ne, so ähnlich wie damals in Hannover. Ne. Und der Pine und seine Frau haben mich dann zum Abendessen eingeladen. Es gab Artischocken. Habe ich zum ersten Mal die Artischocken, ne, gegessen. Da was empfohlen oder darauf aufmerksam gemacht hat mich der Reusch. Ne? Irgendwie sind wir uns über den Weg gelaufen hier in Düsseldorf. Ne? So, ne, war also der Kontakt wieder da. Ne? Reusch wusste, der Pine machte da, oder vielleicht hat der Reusch auch da mitgepinselt, weiß ich nicht mehr so genau. Und der Reusch hat mir noch eine Plastik spendiert, die er aussortiert hatte. Ein nicht ganz typischer Reusch war noch mit zusammenhängenden, in verschiedenen Richtungen Stäben. Ne? Das habe ich dann, das Teil war so 2 Meter groß, auf das kleine Dächlein der Klischeeanstalt gestellt, weil ich nicht wusste, wohin damit. War schön gelb und Stahl. Ne? Ja, Biene, Reusch. Ja, bei Dieter Roth, wunderbar. Ne? Ich glaube, damals habe ich dann schon als Kellner gearbeitet. Das war ein bisschen finanziell, ja, tagsüber, genau. Akademie war ja tagsüber. Das ging ja nicht mehr, ne? Mit tagsüber, mit der Klischeeanstalt. Weil da haben sie tagsüber gearbeitet. Ne? Also Job nachts, abends gesucht. Ne? Und der erste Job war im Der Spiegel auf der Bolkerstraße. Und eine Kneipe, also eine große Kneipe. Hinten haben sie Schach gespielt. Und da kam übrigens auch mal der Kuhn vorbei. Habe ich den Kuhn, den ich da ausgestellt hatte in Hannover. Der hat mich nicht groß interviewt. Der zog ziemlich kommentarlos da weiter. War nicht mehr, als dass wir
einander über den Weg gelaufen sind, sozusagen, in der Spiegel, wo ich jetzt gearbeitet habe. Der war damit einverstanden, dann mit dem, es war ja noch sein Geld, der hat ja immer noch 3000 Mark gekriegt eigentlich, ne? Hat er auch nicht ganz gekriegt, der hat dann einen Vergleich zugestimmt und das Geld für den Vergleich hatte mein Großvater spendiert. Der war bei uns zu Hause, lebte da mit der Familie zusammen, war Oberlokomotivführer gewesen, netter Mann, der immer sagte, einmal am Tag, oh, wenn ihr doch bloß sterben könnt, aber jeden Tag sein Viertel päperet in der Linde, in der Unterstadt und Stumpen qualmte und den Rest immer in Aschenbecher legte, dass das immer so vor sich hin stank, was meine Mutter auf den Tod nicht abkonnte. Ne? Mein Großvater, Josef Wagner, hat aber 3000 spendiert, damit der Enkel da nicht in den Bau musste, wie es ja, wenn es schlecht gelaufen wäre, durchaus hätte passieren können, ne? Wegen betrügerischem Konkurs oder ja so ein Scheiß, ne? Ja, ja, also war genug Geld da für einen Vergleich. In der Hauptsache mit dem Kuhn, ne? Weil der war richtig cholerisch und sauer, ne? Der wollte das nicht mit mir, ne? Ja, hat sich aber breitschlagen lassen, ne? Von den Kumpels, die dann doch noch da, Haseke zum Beispiel, ein gutes Wort für mich eingelegt hat, ne? So à la, versauen Sie dem jungen Mann nicht seine Zukunft und so, ne? Frisch verheiratet noch. Und meine Schwiegermutter hat da auch ordentlich getan, was sie konnte. Ist dann auch nach Düsseldorf, nach Büderich gezogen, hinter ihrem Töchterchen her, ne? Damit da ja nichts Böses passiert. Ne? Wer weiß, was der Junge da so anstellt. Ne? Gut, also, Dieter Roth, wunderbar, hat bei uns im Raum, das war über Raum 20, im ersten Stock hinten, so eine Art Zelt da mit eingebaut, mit ja, Kammermöglichkeiten, ne? Entwickeln und sowas alles und Maschinchen, ne? Der hat ja viel gedruckt, der Dieter Roth, ne? So eine kleine Offset-Nudelmaschine, ne? So ist auch fleißig benutzt worden. In der Klasse war da der Hartmut Kaminski, der hat später, nachdem er fertig war mit Studieren, eine Siebdruck, kleines Siebdruckunternehmen aufgebaut. Ich habe bei dem noch zu Hause gedruckt, im Siebdruck. Ugo Dossi haben wir gedruckt. Schöne, große Grafiken. Der Hartmut. So, dann war da Klaus Stein. Ne? Klaus Stein war damals der Spartakus, marxistischer Studentenbund, Oberagitator. Ne? Klaus war super und berüchtigt. Ne? Also der hat auf die Klinken vom Direktor oder vom Rektor so mit so einem Knipsapparat, wo man so Worte knipsen konnte auf so einem Plastikstreifen, hatte irgendwelche Kurzkommentare auf die Klinken da geklebt. Recht unverschämte, ne? Der Klaus, ne? Der Emil Schuld war bei mir. Der Emil Schuld hat mit Kraftwerk zusammengearbeitet, ne? Hat da einiges losgemacht. Er wohnte da im Hungerturm und hat gekifft, ne? Ich keine Ahnung von nix, ne? Null. Ich war bis dahin, glaube ich, noch nicht mal besoffen gewesen, ne? Also schlecht geworden ist mir das einzige Mal wahrscheinlich bei der Erstkommunion in Neustadt im Schwarzwald, weil ich zu viel Kuchen verdrückt habe und dann vor der Konditorei Busch dachte, ich sei in der Hölle. Echt? Das war
Ne, als ich wieder aufwachte, dachte ich wirklich, ich sei in der Hölle. Ne? Bis ich wieder halbwegs klar war, ne? Nach Hause tapst. Ne? So, ne? Nichts von Drogen, ne? Alkohol, wenig, echt. Aber der Emil, ne? Der ganz nett. Und dann war noch der Jan Voss. Der Jan Voss hat später in Amsterdam einen kleinen Buchladen aufgemacht, der hieß, warte mal, Buki Buki. Hat sehr schöne kleine Büchlein produziert. Ne? Ah ja, also die Rotklasse war wunderbar, wirklich. Ne? Bloß der damals Rektor, Kunsthistoriker Dr. Eduard Trier, ich glaube Eduard ist der, hat die Akademie zugeschlossen oder zuschließen lassen, weil er es nicht mehr verantworten konnte oder wollte, dass da der Immendorf unten im Parterre mit der Lidl-Akademie sein Unwesen trieb. Da sollen Studenten Matratzen da in die Akademie reingeschleppt haben, ne? Und da womöglich übernachtet haben oder sonst was getrieben haben und konnte oder wollte Trier nicht mehr zulassen. Ne? Zu. 2 Wochen lang. Und Dieter Roth kam in die Klasse und sagte, nicht mit mir. Ne? Ich lass mich nicht aussperren. Schluss aus Feierabend. Hat er fristlos gekündigt, standen wir ohne Lehrer da. Ne? Und such dir einen neuen, hieß es. Ne? Ja, wen sollte ich suchen? Ne? Ambitioniert, wie ich mich hielt oder so. Ne? Eben, wer kam in Frage? Für mich kam Beuys in Frage, klar. Ne? Also ich in die Beuys-Klasse. So, dann habe ich mitgekriegt, dass also die Aufnahmen waren immer im Spätherbst. Und dann Karneval war im Spätwinter. Ne? Und es hieß, diesmal 0 Karneval. Wieso das denn? Das kriegt man so spitz. Ne? Ne? Wieso das denn? Dann habe ich mir ein bisschen erzählen lassen. Ja, da ist gut Geld verdient worden. Ne? Das war super. Ne? Aber na, wieso denn nicht? Wieso denn diesmal nicht? Ja, nee, nichts mit Vergnügen und da. Ne? Wir machen jetzt Politik. Ne? Wir machen jetzt Politik, echt. Der letzte Karneval war organisiert worden vom Konrad Fischer. Der war der Boss. Der hat es veranstaltet. Und das war ein Konzeptart-Karneval. Ne? Die Imis hatten, so ist mir erzählt worden, hatten Helau über den Eingang da festgemacht. Ne? Das war die Deko, ne? Für den Konzeptart-Karneval. Ne? Ist aber gut verkauft worden. Ne? Also ne? Reichlich Alkohol und sonst was, alles prima. Ne? Bloß, ne? Nee, nicht mehr mit uns. Ne? Wir sind jetzt, wir machen Politik. Ne? Ne? Ja, ne? Wie, was? Ne? Haben wir so. Wir wollen doch. Ich war ja in der, ne, noch in der Klischeeanstalt. Ne? Musste da. Also, Karneval. Mach. Schon schlicht, dass man nicht hier in der Klischeeanstalt malochen muss, sondern mit sowas wie Kunst oder sowas Ähnlichem Geld verdienen kann. Kann man doch Geld verdienen, ist doch Geld verdient worden. Ne? Da war auch Überschuss, ne? Das ist abgeliefert worden an den Asta immer. So, ob alles, keine Ahnung. Ne? Jedenfalls genug. Ja, ne? Ja, na gut, muss man doch machen. Ne? Und dann habe ich mir das überlegt, ne? Wie man das macht. Und den einen oder anderen gefragt, also man muss Dekoration haben, ne? Man muss Musik haben, man braucht ein Plakat,
Man braucht Leute, ja, ja, klar, Getränke, natürlich, sicher. Was zu essen auch, ne? Also Büchsen mit Bockwürsten, ne? Die kann man notfalls auch kalt essen. Ne? Es gibt auch so Campingkocher, ne? Da kann man mit relativ geringen Mitteln was warm machen. Ne? So, und dann, ja, alles GEMA, ne? So gefragt, Sekretariat gefragt, geht das denn? Kurze Unterhaltung, ja, ne? Machen Sie mal, ne? So. Und dann angemeldet und 3 Tage, Plakat, Wettbewerb gemacht, die aus der Grafikklasse, einer hat ein richtig schönes Plakat gemacht, mit so Gerippen, ne? Weiß nicht, ob das warst du da schon am Anfang, ne? Also sehr schönes Plakat, ne? Diese Formationstanz, der hat Geld für gekriegt, da gab es Preise, 1. Preis, 2. Preis, ne? Was weiß ich, ein paar 100 Mark. Ne? Dekoration, also Raumdekoration. Ne? Den schönsten Raum war unten in der Mensa. Ne? Da gibt es ja mehrere Räume so hintereinander. Ne? So, die beste Dekoration, auch Preise. Ne? 1., 2. Preis, auch ein paar wenige Hunderte, aber immerhin. Ne? So. Und ja, denn die Kartenabreißer kriegten Geld, die Musiker kriegten Geld. Ja, und was man eben so braucht. Ne? 3 Tage lief das wunderbar, rappelvoll die Bude ständig. Halber Meter, fast hat geschneit. Ne? So, kommst du rein? Da gibt es ja auf der Seite so eine Treppe nach außen. Also da gibt es eine Tür, ne? Eine große Tür. Ja. Die Deko auch da war, wenn man runter geht, die Treppe war auch oben. Feuerversicherung, also es musste, die Feuerwehr musste das abnehmen. Ne? Kam einer, hat sich das angeguckt, ne? Vor mit so Zeugs da, ne? Damit es nicht brennt. Ne? Alles abgenommen, kostet ein bisschen was. Ne? So. Und ja, dann Leute eingeteilt und das ging, da, die 3 Tage und alles wunderbar. Belgische Gruppe, so punkartiges Musikähnliches. Anatol, ja, Polizist, lief da rum, schnupperte, fürchtete, dass da Schitterorgien stattfanden. Ne? Ja, klar, ne? Der Ibi. Einer von den beiden Immis wollte mir noch Prügel androhen, weil wir da so ein Normal-Deko-Zeugs da veranstaltet hatten. Ne? Echt. Und die doch vorher so eine Konzeptart-Schose, eine richtige Kunst. Ne? Ach, ja, echt. Hat denn doch davon Abstand genommen, mich zu verhauen. Echt, so ging das zu. Und dann am letzten Tag, Rosenmontag war das, kamen wir unten aus dem, hatten alles gezählt, ne? Ich mir eine Cap d'Agon, keine Ahnung was das war, da reingepfiffen, geliehen von einem oder schenken lassen von einem, der sagte, er wüsste was das ist, also so, die, na, ich musste ja das Geld zählen, ne? Das bei ja, wachem Verstand das noch konnte. Da richtig auf den Trepp gekommen, ne? Wein dazu getrunken, ne? Aus der 2-Liter Flasche. Ne? So. Und da groschenweise, was weiß ich, ne? Also 50.000 Mark, die waren in Stahlkassetten, in den Holzschränken, Holzspinden. Ne? So. Mit einem kleinen Schraubenzieher hättest du die aufkriegen können und dir mal eben da. So eine Kassette unter den Mantel packen. Das ist unglaublich. Wir raus aus dem unten hoch, ne, morgens um, was weiß ich, 10 oder so. Und da kam, der, es hatte geschneit, so hoch. Ich habe davon geträumt, oder nicht geträumt, jedenfalls Schiss gehabt,
dass uns die Bude abbrennt, weil da hingen die ganzen Dekorationen da schon im Eingangsbereich. Ich dachte immer, das brennt wie Zunder, das Ganze. Mensch, stell dir vor, 500 tot oder was, ne? Ich wohnte damals in der sogenannten Kommune, in der Blücherstraße, im Souterrain. Der Haupt, der das angemietet hatte, der Peter Fries, der verkaufte, brachte unter die Leute, er nannte das Hemdchen, ne? Also illegales Genusszeug. Ne? ich keine Ahnung von nichts. Ne? Gisli Nabakowski, die später relativ wichtige Kunstkritikerin auch in internationalen Organen, war bei uns unten in der Kommune, pennte da, also wohnte. Ne? So, dann, also Rosenmontagszug, ne? Die Bude war nicht abgebrannt. Wir sahen den Rosenmontagszug die Ratinger Straße lang. Wir haben doch noch Bier, ne? Klar, wir haben auch noch Bockwürste. Komm, wir machen noch einen Tag länger. Denn runter in den Asta, da hatten wir so eine kleine Offset-Maschine, schnell auf die Matrizen, so Wachsmatrizen waren das, ein Text da, ne? Ein paar hundert Stück genudelt und unterm Arm und dann in die Öl rein. Ein Packen Flugblätter, dass es heute Abend weitergeht. An die Leute verteilt. Und vermutlich nach knapp einer halben Stunde gemerkt, Mensch, wir haben überhaupt keine Leute. Wir waren da eine Handvoll, die da hinter der Glastür der Akademie sah und den Furz da kriegten, wir machen weiter, war ja so toll. Ne? Wir haben noch Zeugs. Ne? Und schnell die Zettel wieder eingesammelt, die wir noch kriegen konnten. Ja. Und dann Rosenmontag war zu Ende, alles nichts schief gegangen, so dann nach Hause in unser Kommunenlogis und erstmal ordentlich geschlafen und noch einen Tag geschlafen und langsam dämmern lassen, was jetzt los ist. Die ganzen Fässer standen ja noch unten in der Mensa, ne? Und die angebrochenen Bockwurstdosen. Ne? So habe ich mich nicht mehr rausgetraut. Ein Tag verstrichen, aber doch, Mensch, nee, Moment mal, jetzt aber nichts wie hin, das geht nicht. Ne? Das kannst, na, so. War also 3-4 Tage nach Schluss dahin, was war? Alles aufgeräumt. Picobello aufgeräumt. Kein blödes Wort, null. Einer aus der Architekturklasse, Meister Hans hieß der. Der hat die Sache, der war im Asta, der hat die Sache in die Hand genommen. Der Rüdiger, der taucht nicht mehr auf, keiner weiß, wo er steckt, ne? Und hat die Sache in die Hand genommen. Gott hab ihn selig, wenn er schon im Himmel ist. Ja, dann kam allerdings, dann habe ich eingenommen, ja, ich hatte ja Geld eingenommen, richtig. Die Stahlkassetten waren in den Holzschränken, so. Dann geguckt, wo sind denn die Holzschränke? Aha, da sind sie. Und? Die waren noch da. Und dann gezählt, wie viel es war drin, ne? Es waren so 50 Mille, ne? Da standen 50 Mille in lächerlichen Holzschränken. Ja, so. Und dann kam natürlich die Rechnung. Ne? Die GEMA wollte Geld. Ne?
die Brauerei natürlich, ne? Und ich habe dann von dem, was wir da hatten, ne, bezahlt, ne? Also die Studenten erstmal, ne? Und haben alle ihr Geld gekriegt, was wir vereinbart hatten, ne? Alle. Bloß das reichte nicht, ne? Es fehlten 10 Mille. Und dann habe ich zwischendurch habe ich mir noch überlegt, als bei der Planerei, ne, merkte, oh, das kann da brenzlig werden, ne? Weiß ich nicht, ob das gut geht, ne? Sollen wir es absagen, ne? Weil ich mir, es gab so einen Punkt, Klavier beschaffen für die Band, ne? Wo kriege ich jetzt ein Klavier her, ne? Und, ne? Ach du Scheiße, ne? Wie macht man denn sowas alles, ne? Null Ahnung, aber echt null, ne? Nein, komm, du hast das angefangen, das soll, und dann mir eingeredet auch ein bisschen, das soll ein Kunstwerk werden. Dann ziehst du das durch. So schlimm kann es nicht werden. Und wenn es Schulden gibt, dann malochst du das einfach ab. Ne? Hier kann man Geld verdienen außerhalb und sie werden dir schon den Kopf nicht abreißen. Ne? Scheiße war, dass meine junge Frau da schon ziemlich erkennbar wenig von mir haben würde. Ne? Bei der ganzen Malocherei, die dann anstand. Ne? Ja. Aber es ging. Ich habe einen Job gekriegt. Ne? Also Spiegel, ne? Und dann später im Downtown. Schön. Ne? Der Richter mit dem Uecker zusammenkam, mich besuchen. Hab da kleine Snacks da noch gemacht, damit es ein bisschen netter wird da. Und dann an Strippen. Kleine Kunstwerkbücher aufgehängt aus der Rotklasse. Ne? Die haben häufig so kleine Dinger gemacht. Ne? Der Emil und der Jan, ne? So hin an so Ketten. Die Leute mochten es. Großen Umsatz haben wir da nicht gemacht, aber war normal gut. Ne? Gute Musik, echt. Und dann in Ratinger Hof. Den haben sie gerade neu aufgemacht. Also was. Die Leute vom Domino, die das machten, das waren die Carmen Knöbel und die Ingrid Kohlhöfer. Die Ingrid Kohlhöfer hatte damals den Palermo als Ehemann. Später wurde es der Christoph Kohlhöfer. Ja, den haben geheiratet, deswegen heißt die Ingrid Kohlhöfer, die hieß früher höchstwahrscheinlich anders, nehme ich mal an. Ne? Ja. Ne? Und die haben den Ratinger Hof aufgemacht. Die beiden Frauen. Damals gab es noch Teppiche auf den Tischen, war noch eher so eine eher Kiffer-Ambiente-Laden. Und da habe ich dann gekellnert. Und später ist der Ratinger Hof, ist der Emmy bei der Carmen mit eingestiegen. Und hat den mit den farbigen Neonröhren gemacht. Okay. Hast du noch in Erinnerung? Den Ratinger Hof mit den farbigen Neonröhren? Ja. Also es waren so im ein bisschen im Stil von, was heißt Stil? Vom Dan Flavin. Reichlich immer parallel farbige Neonröhren, die man schalten konnte. Also mal war er ganz rot, mal war er ganz hellblau und so. Ne? Ja. Ja, ja. Ich habe den immer als ziemlich schmuddelig erfunden. Schmuddelig? Ja. Der war ja hinten der Klo, ne? Also hinten irgendwo. Ja, aber das war nichts Besonderes, die Art, wie der schmuddelig war. Nee, Ich muss dir zustimmen, ich erinnere mich an einen Artikel, den der einer von den berühmt gewordenen Punkmusikern mal in einer Zeitschrift da veröffentlicht hat. Der schrieb auch, dass das ein Riesenklo für das
für die Punk-Szene damals war, also ich habe das längst nicht so empfunden. Es gibt ein super tolles Buch über den Ratinger Hof, über die Ratinger Straße von Charlie Böcker. Ne? Der Charlie Böcker, der hat später für den Immi die Rahmen für die Flachware, die der Immi hergestellt hat, gemacht. Der hat das gesammelt und ein sehr schönes Buch, kann ich euch nachher zeigen, habe ich im Schrank stehen, gemacht. Ein super Foto von mir, wie ich da als Rock'n'Roll-Tänzer da, mich haben sie von der Tanzfläche des Ratinger Hofes weg, war eine relativ kleine Tanzfläche, so 4x4 Meter, etwas erhaben, metallisch, haben sie mich vom Schauspielhaus, die Choreografin vom Schauspielhaus, wegverpflichtet ans Schauspielhaus, als Körpermensch. Ne? Ich spielte ein Pferd, stumme Rolle, mit drei oder vier anderen aus der Boys-Klasse. Ne? Der Gottfried Tollmann war noch einer. Richtig. Der war der Sohn von einem berühmt gewordenen Bildhauer oder halbwegs gut bekannt gewordenen Bildhauer aus dem Ruhrgebiet, Gelsenkirchen oder so. Der hieß auch Tollmann, sein Vater. Ne? Und einer aus der Boys-Klasse, der war Zauberer. War aber Mitglied in der Boys-Klasse. Ne? So. Nee, warte mal, wir waren nur zu dritt oder zu viert. Na egal. Doch, ein Sportler, ein echter Sportler. Sportstudent war dann viel zu viert, waren wir Pferde. Das Stück hieß Equus, das Pferd, von Peter Schäffer. Wir sind richtig gut trainiert worden, klar, ne? Von der Choreografin ja, ne? Da. Ne? War der Tollmann auch dabei? Wer? Der Tollmann. Ja, klar. Und wir waren gut. Ne? Wir haben ordentliches Geld gekriegt, 50 Mark am Abend. Ne? Das war viel Geld. Ne? Und mussten uns fit halten. Ne? War nichts mit Saufen, null, echt null. Ne? Wir waren durch die Bank fit. Ne? Wir haben nichts vermasselt da. Vom Ratinger Hof weg, ne, hat die mich engagiert, weil sie mich da tanzen sehen hat. Ne? Und ja. Super. Ne? Ja, ja. Und das war jetzt 68. Ja, warte mal. Also, Moment, wo ich es zusammenkriege. Wir können ja mal in dem Buch nachsehen. 69. Ich pepp's nicht so mit Jahreszahlen. Warte mal, ich habe. Nee, das war später. Später. Ich habe 68 habe ich die Galerie. 67 waren die Ausstellung, war die Ausstellung von mir hier. Ja, ja. Und das war später. Denn, das war schon. Anfang 80er? Nee. Anfang 80er? Ja, das war 80. Nee. Doch. Also ich bin ja 67, 68 nach Düsseldorf erst gekommen. Mhm. Und wann dann war das? 68 wohlgemerkt. Das Karnevalsfest, wann? Das war gleich am Anfang, in meinem ersten Semester. Da musst du dir mal vorstellen. Furchtbar. Die Klasse gewechselt und im ersten Semester, ich wollte es einfach wissen. Ne? Der Boys, naja, ich bin dann nach dem Dilemma mit den 10 Mille Miese, habe ich mal zufällig, mehr oder weniger zufällig getroffen. Der kam ja hin und wieder in die Akademie und hat sich blicken lassen. So, dann kamen wir ins Gespräch, was machst du denn so? Und ja, ich muss jetzt hier fest arbeiten. Ne? Wie arbeiten? Wieso denn? Und dann habe ich es ihm erzählt, wie es dazu kam. Dann nannte er das Ganze ein Bratwurstproblem. Das hängt mir nach bis heute. Ich fand es irgendwie unangemessen. Weil es auch aus dem, was ich zumindest wähnte, was in der Boys-Klasse Sache sei, ne? Gemacht hatte. Zumindest nach dem Entschluss, du ziehst das durch. Ne? Am Anfang mag es noch eine reine Geldverdienschose gewesen sein, aber dann mit der Entschluss, damit kam das auf eine andere Ebene, mit das Risiko eingehen, dass das schief geht. Ne?
Sonst hätte ich es aus rein finanziellen Gründen hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Ne? Und gesagt, tut uns leid, geht leider nicht. Ne? Hab mich vertan. Ne? Dann war das schon ein bisschen mager, was er da zusagte, fand ich. Ne? Egal. Ich habe es dann durchgezogen. Ich habe dann vormittags als Briefträger gearbeitet, bin dann rausgezogen aus der Kommune und war ein Anschlag am Schwarzen Brett, dass auf der Lugallee hinten ein frisch renovierter Dachstuhl zu beziehen sei für passables Geld. Hab mit dem Vermieter gesprochen, war klar, war bezahlbar, war sehr schön, frisch renoviert, ein ganzer Dachstuhl, ein einziger Raum mit einem Bad, also richtig Badewanne, ne, einem extra Kabuff, war nur im fünften Stock. Ich war aber gesund, oder wir waren beide gesund, ne? So. Fast so eine Art Wendeltreppe hieß da auch. Am Belsenplatz. Mit Dachgaubenfenstern. Und dem frisch renovierten Balken. Alles sauber isoliert. Ganz prima. Ja. Der Konrad Fischer hat mir seine Leinwände, die er nicht mehr brauchen konnte, weil er möglicherweise inzwischen Galerist geworden war, geschenkt. Allerdings durchgeschnitten, damit sie nicht mehr als Kunstwerke auftreten konnten. Die lagen denn bei mir, haben wir da auch geschleppt. Ne? Schöne quadratische, unter anderem mit den typischen Konrad Luk. Ja, ne? Also rein weiß, glänzend bespannt oder irgendwelche Muster bespannt. Die habe ich dann später mal in die Galerie geschleppt, weil ich da ja auch arbeiten wollte. Ne? Und irgendwann waren sie weg. Ne? Die waren einfach weg, die haben sie mal geklaut. Ne? Wir waren im Gang halt, ne? Na, ne, so, und dann ist da halt passiert. Ich hatte noch Reste von der Galerie, habe ich auch in die Galerie gebracht. Von den Grafiken, ne? Unter anderem, was war das bloß noch? Ah, komm jetzt nicht drauf, egal. Jedenfalls ein ordentliches Litho, auch so 40x40, so, ja, ja. Von einem, der jetzt auch so ein paar Tausender kostet. Als Grafik, ne? Habe ich auch mal da irgendwie mal liegen lassen. War auch weg, ne? War halt weg. Ja, morgens Briefträger, abends Kellnern. Und tagsüber als Briefträger hatte ich Oberkassel war es, ne? War ja mein Bezirk da, ne? Spezialgetränk gehabt. Cola mit Schlagsahne. Mischen und trinken. Das war mein Power-Zeugs. Hat funktioniert. Ja. Tagsüber um die Mittagszeit in die Akademie, wenn es ging, wenn was anlag. Ne? Wenn Vorlesungen in einem Raum waren, wo es ein Waschbecken war, Hahn bisschen aufgedreht und Handgelenk drunter gehalten, damit man wach blieb. Ne? So. Und das ging. Und dann, bloß Lörchen war eben, arbeitete zwar da im Domino mit Karin Polke, mit dem waren wir auch befreundet. Ne? Wir waren bei Polkes zu Hause in der Kirchwehrstraße. Der Polke hat mir hat mir zwei Hemden geschenkt. Mal, die waren ihm zu kratzig. Gekauft bei Herbert Stock, Königsallee. Ne?
richtig vornehmes Zeug, teures Zeug, ne? Aber ihm was, er mochte das nicht, ne? So, ja, oder, dann habe ich sie gehabt. Irgendwann haben wir sie dann fast aus Versehen in Flohmarkt gegeben, ne? So, weil ich mal eine Zeit, irgendwann waren sie dann im Weg, ne? Hatten wir nicht mehr genügend Platz, ne? Sind die schönen Sigma-Polgehänden verschwunden halt, ne? Haben sie, ne? Genau, so. Der hat da damals die berühmten Polge-Sachen gemacht, ne? So Buchrücken, wo Goethe drauf stand und die Flamingos und ja, sowas halt, ne? Naja, ne? Und Scheitern. Der Karneval, das Fest, wie soll man es nennen? Ne? Also rein ökonomisch gesehen war das hirnverbrannt. Ne? Ne? Und ökonomisch gesehen kannst du da nur die Achsel zucken, ne? Eher. Ne? Von Scheitern kann man eigentlich kaum reden. Also das ist den Mund schon irgendwie ein bisschen falsch vorgenommen. Ne? Was sollte eigentlich. Aber trotzdem war es so was in der Richtung. Ne? Und fröhlich. Also als ich mit Adelheid schon, ich weiß nicht, ob wir schon verheiratet waren, habe ich daran immer noch abbezahlt. Ne? Tja, fröhlich. Für sie war es nicht so furchtbar fröhlich. Ne? Für mich, denn letzten Endes schon, ne? Weil ich es tatsächlich bis auf den letzten Pfennig bezahlt habe. Ne? So. Und auch erzählen kann. Ne? Und der Johannes Stüttgen fand das grandios. Ne? Das war mit ein Grund, warum der mich so wertschätzt. Ne? In seinem Buch, der ganze Riemen, hat er da, was weiß ich, 2-3 Seiten drauf verwendet und hat da von ein paar Tausendern mehr erzählt, als es in Wirklichkeit war. Ich habe es dann später gesagt. Na, hör mal, Johannes, so viel war es nur auch wieder nicht. Bis, ja, du wie, aber auch. Was? Du hast auch ein bisschen mehr daraus gemacht. Nein. Kann ich mich erinnern. Wann denn? Wie denn? Ja, in den Erzählungen. Wenn du gesagt hast, das waren also mindestens 20.000. Also, nee. Nee. Das glaube ich nicht. Ja, gut, dann habe ich eine falsche Erinnerung. Aber also gut. Mehr schien es mir doch zu sein. Ja. Die ganze Chose, entschuldige, ja, muss jetzt sagen, die ganze Chose hätte über 40.000 gekostet. Ja, 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 klar. 50.000. 10.000. Ah, ja. Genau, 50.000 hatten wir da in der Kasse dann noch. Ah, ja. Ne? Okay. Damit konnten wir. Aber 10.000 zu wenig, ne? Halt. Ja, so ungefähr war das. Ja. 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 Sag mal, spielt das jetzt eine Rolle irgendwie? Ich wollte, also was mir damals aufgefallen, also das war noch zu früh für mich, ja. Ja. Also, das war eigentlich noch vor meiner Zeit. Mhm. Du hattest dann in der Akademie als Beuys-Schüler, bist du ja Tutor geworden und du hattest dann auch die, wie soll man sagen, eine Art Performance gemacht, und zwar morgens ein Frühstückstisch im Vorraum. Ja, hat das irgendwie für dich auch noch irgendwie eine Bedeutung? Ja, klar. Als dann der Beuys gekündigt worden war, durfte er nicht, ja nicht mehr als Lehrer in der Klasse auftauchen. Da hätte er sonst richtig juristisch Probleme gekriegt. Ne? Er hatte, damals war die Regelung mit dem Raum 2, war das glaube ich auch noch nicht. Diese Regelung musste ja erst erstritten werden in der letzten Instanz, im Arbeitsgericht, beim Bundesarbeitsgericht in Kassel. Das war die letzte Instanz. Da ist dann für die Vereinbarung, also der Vergleich gemacht worden. Er kriegte da sein, ich glaube Raum 3 war es, als privates Atelier. Er durfte aber nicht, er durfte auch den Titel Professor weiterführen, der Kunstakademie durchaus, aber er durfte nicht mehr als Professor für diese Klasse arbeiten. Er durfte nicht mehr als Professor für überhaupt eine Klasse an der Akademie arbeiten.
So, was wolltest du noch wissen? Wie das mit deinen Tischen war. Ja, also gut. Entsprechend, er ist ja gekündigt worden, weil er die Besetzung des Sekretariats gemacht hat. Und das war ganz klar widerrechtlich. Und die Besetzung hat er deswegen gemacht, weil er durchsetzen wollte, dass die Leute, die er in seine Klasse aufgenommen hatte, dass die Studienbücher kriegen sollten. Und das konnte nur das Sekretariat. Und das Sekretariat hat sich geweigert. Und er hat gesagt, ich bleibe hier so lange drin, bis diese Studienbücher ausgestellt werden. Und daraufhin hat das Sekretariat und der Dienstherr, der Wissenschaftsminister, gesagt, nicht mit uns, das ist widerrechtlich. Wir müssen Sie, wenn Sie darauf bestehen, fristlos kündigen. Und hat er dann auch gemacht. Und die Klasse stand da ohne Lehrer. So war das. Das heißt, wir mussten, oder die Akademie musste mit den Leuten ja was machen. Ne? Wir waren ja jetzt irgendwie aufgenommen oder auch nicht aufgenommen. Was ist denn nun? Ne? Und die haben uns jedenfalls einen wesentlichen Teil von uns. Das kann man übrigens genau nachlesen im Stadtmuseum. Das Stadtmuseum hat ja mal eine Ausstellung gemacht, Beuys und Düsseldorf. Und da sind Dokumente davon veröffentlicht worden, die genau das betrafen. Also ich denke, die sind auch einsehbar, nach wie vor, diese Dokumente. Also, die Klasse durfte als Klasse weiter bestehen, aber es sind dann unglaublich wenig Leute, weil der große Meister ja nicht mehr auftauchen durfte als Lehrer in der Klasse, sind dann schlicht weggeblieben. Und dann war totale vielleicht nicht, aber es war unglaublich mau hinten in Raum 20. Da ist kaum noch eine Sau aufgetaucht. So. Und ich bin dann noch hin und dann musste irgendwas passieren, damit da wieder Leute kamen, damit da wieder irgendwie Leben in die Bude kam. So, und ich habe dann ganz primitiv da Fressen in die Bude gebracht. Wir hatten so große Tische und da kam ich mit einer, vielleicht war es auch noch da, Papierrolle auf dem Tisch, Bleistifte dazugelegt, damit man da drauf zeichnen konnte und ein Laib Brot und eine Packung Margarine, Rama wahrscheinlich und ein Pott Zuckerrübensirup und Messer und Gabel. So, und dann nichts Käse, war viel zu teuer. Ja, vielleicht später auch Käse. Und da eben angefangen, mein Frühstück da zu zelebrieren, an dem Tisch mit dem Tischtuch. Und dann auch mal, und draufgeschrieben, von wann das ist. Ne? Also der Tag. Ne? So. Und dann die Tischtücher gewechselt. Dann. Und dann kamen wieder Leute und haben da auch gefrühstückt. Ne? Und dann von zu Hause auch schon mal eine Thermoskanne Kaffee mitgebracht. Ne? Und zum Rundgang habe ich die ganzen Tischtücher bei uns in Raum 20 rundherum dahin gehängt. Inzwischen haben die Leute dann auch da drauf gezeichnet. Ne? Und der Zucker im Sirup hat auch seine Spuren hinterlassen. Ne? Und war super. Ne? Ja. Und dasselbe habe ich im Semester drauf vorne
im Eingang gemacht. Ein quadratischer Tisch, so ein schöner quadratischer Tisch, der so gut mit einer harten Bürste geputzt worden war. Auch dasselbe, ne? Vier Stühle drumherum gestellt, dennoch irgendwie Nagel rein und da dann mit so Zeitungshaltern, da die UZ, habe ich erst mit der UZ angefangen, die Tageszeitung der DKP. Ne? Inzwischen bin ich ja in Spartakus, also Marxistischen Studentenbund, eingetreten, da gab es da welche. Und dann später auch in die DKP eingetreten und habe mir von der Anita Oettershagen einen roten Blouson, der hängt noch da hinten, den kann ich noch rausholen, wenn er wollt, habe ich da hinten hängen. Der kommt, den stelle ich auch hin und wieder mal aus, diesen Blouson. Roter Satin, wie Muhammad Ali, wenn er in den Boxring ging, hinten drauf, statt Muhammad Ali, stand denn schön gekurbelt vom Allerfeinsten DKP, drei Buchstaben, so einen schönen leichten Bogen, ne, so. Gemacht hat das Anita Oettershagen, die ist später Professorin an der Textilfachhochschule in Krefeld geworden, ne. Die konnte das, ne. Ne. Und ja. Und dann aber sehr präzise dann gezeichnet das Datum. Ne? Auch wieder selbe System, ne? Mit Brot, Aufstrich und immer ein Foto dann gemacht. Ne? Und die Fotos, Dias waren es, ja, es waren Dias. Habe ich dann später, habe ich dann aufgehoben, natürlich, jeder Tag ein Dia, und habe dann das in der Kunsthalle ausgestellt. Ne? Da, es war ein Rondell, ne? Das war so ein, wie nennt man das? Ewigkeits. Ein Kreis. Ja, ja, das ist also Loop oder was, ne? Ach so. Ja, ja. Der lief, die. Ach, wenn es ständig wieder lief. Ja, ja. Lief. Ne? So. In der Kunsthalle. Die Ausstellung hieß Nachbarschaft. Mit der Arbeit war ich dann in der Kunsthalle mit bei. Und Nachbarschaft, da waren ja wichtige Leute mit bei. Ne? Also, ich weiß noch, der Hans-Peter Albermann, der hat sich mit dem Imdorf in die Wolle gekriegt. Der Imdorf war ja Maoist. Heftig. Und Albermann war heftig. Konventioneller Brezhnev-DKPler. Ne? Ballermacher hat übrigens, ne, hier den republikanischer Club nannte sich damals. Das war so das erste politische Lokal in Düsseldorf, also wo diskutiert wurde. Das war in der Charlottenstraße, da wo später Strich war. Ne? Charlottenstraße. Und die haben sich gegenseitig irgendwie, habe ich erzählt, ist mir erzählt worden, die Arbeiten in dieser Ausstellung da kaputt gemacht. Ne? Gegenseitig, ja, ja. So hart ging es dazu. Ne? Aber auch richtig wichtige Leute da haben Sachen mitgebracht. Da Nachbarschaft hieß die Ausstellung. Ja, ja. Ne? Also auf deine Frage ist das die Antwort. Ne? So. Im Vorraum da. Ne? Mhm. Und, ich wusste den Hintergrund jetzt nicht, also dass du das sozusagen für die Neubelebung, Wiederbelebung der Boys-Klasse so gemacht hast. Das kam mir ganz anders vor. Also ich hatte so irgendwie den Gedanken, irgendwie, dass das ein alternatives Gesellschaftsmodell sein könnte. Also ich habe da irgendwie einen utopischen Gedanken dabei gehabt. Ja, ist es ja dann auch geworden. Man konnte sich ja bedienen. Ja. Bitte was? Man konnte sich ja frei bedienen, das ist dann irgendwie ein Töpfchen für Spenden. Richtig. Richtig, weißt du da auch drin? Mit dem großen, der große Tisch hinten im Raum 20, da habe ich einen Zylinder auf den Tisch gestellt. Irgendwo habe ich mal einen Zylinder gefunden. Ich hatte da auch eine künstlerische Arbeit gemacht zum Rundgang vorher. Da habe ich den Zylinder schon verwendet. Mhm. Als ich von zu Hause, wir wohnten da
Ja, ja, klar, hier. Im Kommune, ne? Auf dem Weg von der Kommune in die Kunstakademie ging ich über den Rasen und da lag ein totes Kaninchen. Das habe ich mitgebracht. Ja! Auf dem Gras, auf der Wiese. Und dann habe ich mir so eine große Rolle, Stromrolle besorgt. Also so Stromkabel ist ja auf so Rollen. Mhm. Und da eine Spirale gelegt mit der Strom, mit dem Stromkabel. Und in die Mitte habe ich den Zylinder gelegt und da das tote Kaninchen rein. Und der Stefan Stüttgen fand das scheiße. Der sagte, Hasen sind für den Boys reserviert. Habe ich dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Jedenfalls, ich glaube, ich habe den Hasen da rausgenommen, weil das war das Argument. Also, als ich mit Adelheid schon, ich weiß nicht, ob wir schon verheiratet waren, habe ich daran immer noch abbezahlt. Ne? Tja, fröhlich. Für sie war es nicht so furchtbar fröhlich. Ne? Für mich denn letzten Endes schon. Ne? Weil ich es tatsächlich bis auf den letzten Pfennig bezahlt habe. Ne? So. Und auch erzählen kann. Ne? Und der Johannes Stüttgen fand das grandios. Ne? Das war mit ein Grund, warum der mich so wertschätzt. Ne? In seinem Buch Der ganze Riemen hat er da, was weiß ich, 2-3 Seiten drauf verwendet und hat da von ein paar Tausenden mehr erzählt, als es in Wirklichkeit war. Ich habe es dann später gesagt. Na, hör mal, Johannes, so viel war es noch auch wieder nicht. Bis, ja, du wie, aber auch. Was? Du hast auch ein bisschen mehr daraus gemacht. Nein. Kann ich mich erinnern. Wann denn, wie denn? Ja, in den Erzählungen. Wenn du gesagt hast, das waren also mindestens 20.000. Also, nee. Das glaube ich nicht. Ja, gut, dann habe ich eine falsche Erinnerung. Aber also gut. Mehr schien es mir doch zu sein. Ja. Die ganze Schose, entschuldige, ja, ja, muss jetzt ja sagen, die ganze Schose hätte über 40.000 gekostet. Ja, 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 klar. 50.000. 10.000. Ah, ja. Genau, 50.000 okay hatten wir da in der Kasse dann noch. Ah, ja, ne? Okay. Damit konnten wir, aber 10.000 zu wenig, ne? Halt. Ja, so ungefähr ja war das. Ja, ja. Ja. Sag mal, spielt ja das jetzt eine Rolle irgendwie? Ich wollte, also was mir damals aufgefallen, also das war noch zu früh für mich, ja. Also, ja. Das war eigentlich noch vor meiner Zeit. Mhm. Du hattest dann in der Akademie als Beuys-Schüler, bist du ja Tutor geworden, ja, und du hattest dann auch morgens einen Frühstückstisch, ja, im Vorraum. Ja. Als dann der Beuys gekündigt worden war, durfte er nicht mehr als Lehrer in der Klasse auftauchen. Da hätte er sonst richtig juristisch Probleme gekriegt. Ne? Er hatte, damals war die Regelung mit dem Raum 2, war das glaube ich auch noch nicht. Diese Regelung musste ja erst erstritten werden in der letzten Instanz im Arbeitsgericht, beim Bundesarbeitsgericht in Kassel. Das war die letzte Instanz. Da ist dann für die Vereinbarung, also der Vergleich gemacht worden. Er kriegte da sein, ich glaube Raum 3 war es, als privates Atelier. Er durfte aber nicht, er durfte auch den Titel Professor weiterführen, der Kunstakademie durchaus, aber er durfte nicht mehr als Professor für diese Klasse arbeiten. Er durfte nicht mehr als Professor für überhaupt eine Klasse an der Akademie arbeiten. So, was wolltest du noch wissen? Wie das mit deinen Tischen war. Ja, ja, also gut. Entsprechend, er ist ja gekündigt worden, weil er die Besetzung des Sekretariats gemacht hat. Und das war ganz klar widerrechtlich. Mhm. Und die Besetzung hat er deswegen gemacht, weil er durchsetzen wollte, dass die Leute, die er in seine Klasse aufgenommen hatte, dass die Studienbücher kriegen sollten. Und das konnte nur das Sekretariat. Und das Sekretariat hat sich geweigert. Und er hat gesagt, ich bleibe hier so lange drin, bis diese Studienbücher
ausgestellt werden. Und daraufhin hat das Sekretariat und der Dienstherr, der Wissenschaftsminister, gesagt, nicht mit uns, das ist widerrechtlich. Wir müssen Sie, wenn Sie darauf bestehen, fristlos kündigen. Und hat er dann auch gemacht. Und die Klasse stand da ohne Lehrer. So war das. Das heißt, wir mussten, oder die Akademie musste mit den Leuten ja was machen. Ne? Wir waren ja jetzt irgendwie aufgenommen oder auch nicht aufgenommen. Was ist denn nun? Ne? Und die haben uns, jedenfalls einem wesentlichen Teil von uns, das kann man übrigens genau nachlesen. Das Stadtmuseum hat ja mal eine Ausstellung gemacht, Beuys und Düsseldorf. Und da sind Dokumente davon veröffentlicht worden, die genau das betrafen. Also ich denke, die sind auch einsehbar, nach wie vor, diese Dokumente. Also, die Klasse durfte als Klasse weiter bestehen, aber es sind dann unglaublich wenig Leute, weil der große Meister ja nicht mehr auftauchen durfte als Lehrer in der Klasse, sind dann schlicht weggeblieben. Und dann war totale vielleicht nicht, aber es war unglaublich mau hinten in Raum 20. Da ist kaum noch eine Sau aufgetaucht. So. Und ich bin dann noch hin und dann musste irgendwas passieren, damit da wieder Leute kamen, damit da wieder irgendwie Leben in die Bude kam. So, und ich habe dann ganz primitiv da Fressen in die Bude gebracht. Wir hatten so große Tische und da kam ich mit einer, vielleicht war es auch noch da, Papierrolle auf dem Tisch, Bleistifte dazugelegt, damit man da drauf zeichnen konnte und ein Laib Brot und eine Packung Margarine, Rama wahrscheinlich und ein Pott Zuckerrübensirup und Messer und Gabel. So, und dann nix Käse, war viel zu teuer. Ja, vielleicht später auch Käse. Und da eben angefangen, mein Frühstück da zu zelebrieren, an dem Tisch mit dem Tischtuch. Und dann auch mal, und draufgeschrieben, von wann das ist. Ne? Also der Tag. Ne? So. Und dann die Tischtücher gewechselt. Dann. Und dann kamen wieder Leute und haben da auch gefrühstückt. Ne? Und dann von zu Hause auch schon mal eine Thermoskanne Kaffee mitgebracht. Ne? Und zum Rundgang habe ich die ganzen Tischtücher bei uns in Raum 20 rundherum dahin gehängt. Inzwischen haben die Leute dann auch da drauf gezeichnet. Ne? Und der Zucker im Sirup hat auch seine Spuren hinterlassen. Ne? Und war super. Ne? Ja. Und dasselbe habe ich im Semester drauf vorne im Eingang gemacht. Ein quadratischer Tisch, so ein schöner quadratischer Tisch, der so gut mit einer harten Bürste geputzt worden war. Auch dasselbe, ne? Vier Schüler drumherum gestellt, dann noch irgendwie Nagel rein und da dann mit so Zeitungshaltern, da die UZ, habe ich erst mit der UZ angefangen, die Tageszeitung der DKP. Ne? Inzwischen bin ich ja in Spartakus, also im Marxistischen Studentenbund, eingetreten. Da gab es da welche. Und dann später auch in die DKP eingetreten und habe mir von der Anita Oettershagen einen roten Blouson, der hängt noch da hinten, den kann ich mal rausholen, wenn er wollt. Habe ich da hinten hängen. Der kommt, den stelle ich auch hin und wieder mal aus, diesen Blouson. Roter Satin. Wie Muhammad Ali, wenn er in den Boxring ging, hinten drauf, statt Muhammad Ali, stand dann schön
gekurbelt, vom Allerfeinsten. DKP, drei Buchstaben, so einen schönen, leichten Bogen, ne, so. Gemacht hat das Anita Oettersagen, die ist später Professorin an der Textilfachhochschule in Krefeld geworden. Ne? Die konnte das. Ne? Ne? Und ja. Und dann aber sehr präzise dann gezeichnet das Datum. Ne? Auch wieder selbe System, ne? Mit Brot, Aufstrich und immer ein Foto dann gemacht. Ne? Und die Fotos, Dias waren es, ja, es waren Dias, habe ich dann aufgehoben, natürlich, jeden Tag ein Dia, und habe dann das in der Kunsthalle ausgestellt. Ne? Da, es war ein Rondell, ne? Das war so ein, wie nennt man das? Ewigkeits ein Kreis. Ja, das ist also Loop oder was, ne? Ach so. Ja. Der lief, die. Ach, wenn es ständig wieder ja. lief. Ja. Ne? So, in der Kunsthalle. Die Ausstellung hieß Nachbarschaft. Mit der Arbeit war ich dann in der Kunsthalle mit bei. Und Nachbarschaft, da waren ja wichtige Leute mit bei, ne? Ja. Also, ich weiß noch, der Hans-Peter Albermann, der hat sich mit dem Imdorf in die Wolle gekriegt. Der Imdorf war ja Maoist, heftig, und Albermann war heftig, konventioneller Brezhnev-DKPler. Ne? Albermann hat übrigens, ne, hier den Republikanischer Club nannte sich damals. Das war so das erste politische Lokal in Düsseldorf, also wo diskutiert wurde. Das war in der Charlottenstraße, da wo später Strich war, ne? Charlottenstraße. Und die haben sich gegenseitig irgendwie, habe ich erzählt, ist mir erzählt worden, die Arbeiten in dieser Ausstellung da kaputt gemacht, ne? Gegenseitig, ja. So hart ging es dazu, ne? Aber auch richtig wichtige Leute da haben Sachen mitgebracht. Da Nachbarschaft hieß die Ausstellung. Ja, ne? Also auf deine Frage ist das die Antwort, ne? So im Vorraum da. Ne? Mhm. Und ich wusste den Hintergrund jetzt nicht, also dass du das sozusagen für die Neubelebung, Wiederbelebung der Beuys-Klasse so gemacht hast. Das kam mir ganz anders vor. Also ich hatte so irgendwie den Gedanken, irgendwie, dass das ein alternatives Gesellschaftsmodell sein könnte. Also ich habe da irgendwie eine Utopie, einen utopischen Gedanken dabei gehabt. Ja, ist es ja dann auch geworden, man konnte sozusagen. Sich ja bedienen, ja. Bitte was? Man konnte sich ja frei bedienen, du hast dann irgendwie ein Töpfchen für Spenden. Richtig. Warst du da auch drin? Mit dem großen, der große Tisch hinten im Raum 20, da habe ich einen Zylinder auf den Tisch gestellt. Irgendwo habe ich mal einen Zylinder gefunden. Ich hatte da auch eine künstlerische Arbeit gemacht zum Rundgang vorher. Da habe ich den Zylinder schon verwendet. Mhm. Als ich von zu Hause, wir wohnten da, hier im Kommune, ne? Auf dem Weg von der Kommune in die Kunstakademie ging ich über den Rasen und da lag ein totes Kaninchen. Das habe ich mitgebracht. Ja, auf dem Gras, auf der Wiese. Und dann habe ich mir so eine große Rolle, Stromrolle besorgt. Also so Stromkabel ist ja auf so Rollen. Mhm. Und da eine Spirale gelegt mit der Strom, mit dem Stromkabel, und in die Mitte habe ich den Zylinder gelegt und da das tote Kaninchen rein. Und der Stefan Stüttgen fand das scheiße. Der sagte, Hasen sind für den Beuys reserviert. Habe ich dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Jedenfalls, ich glaube, ich habe den Hasen da rausgenommen, weil das war das Argument,